Hallo. Hallo. Ja, eigentlich sollte heute echt ein lustiges Video kommen. Das kommt leider nicht. Verschieben wir. Machen wir morgen oder was, ich weiß nicht. Aus gegebenem Anlass. Ich muss über die Mama sprechen. Die Mama hat eben angerufen. Zweimal bin ich nicht drangegangen, weil ich es nicht gehört habe. Okay, dann habe ich zurückgerufen. Und dann sagt sie zu mir: Jung, es hat hier gerade geknallt und die ganze Bude ist schwarz. Hä? Mama, was willst du? Was ist passiert? Ja, die ganze Bude ist schwarz, die ganze Küche ist schwarz. Die Na, Spüle und die Spüle und alles. Ich und wollte das gerade Wasser. kochen. So. Und dann hatte die immer so Funk aussetzt. Ich sage: Wo bist du? Ja, ich bin im Flur. Wie im Flur? Ja, und ich versuche gerade den Schlüssel reinzukriegen. Ich sage: Was für ein Schlüssel? Woran sprichst du, Mama? Weil ich war ja heute Morgen auch noch da, ne? Bis heute Mittag. Sag Hast ich dann dann, bestimmt du, zu Hause. und dann nimm, sag ich: Mama, denk dran, du musst den roten Schlüssel nehmen. Ja, der passt nicht. Sag ich: Mama, der muss passen. Sag ich: Wo bist du denn jetzt? Ja, im Flur. Ich sag: Warum willst du denn den Schlüssel in die Türe stecken? Ja, ich will gehen. Ich sag: Wo willst du denn hingehen? Ja, ich will hinten durch den Hofeingang rein in die Wohnung. Boah, ich sage, ich werde hier wahnsinnig. Ich werde hier wahnsinnig. Ich wusste gar nicht, was die von mir wollte. Plötzlich höre ich dann eine Frau an der Türe. Sagt sie: Annemie, du bist hier falsch. Du bist in Haus Nummer 16. Die wohnt 18. Ja, also jetzt im Hausflur gestanden, von der Hausnummer 16. Weil es über die Wiese gelaufen ist, hat sie sich So, vertan. ja, war dann in 16 und hat dann unten rechts versucht, die Tür aufzuschließen, bis die Frau dann endlich mal rauskam. Naja, auf jeden Fall sagt sie: Jung, auf jeden Fall, ach so, ja, mit der Küche. Dann ist er dann rübergegangen in die Wohnung. Dann habe ich dann den Notdienst angerufen, habe dann gefragt: Macht ihr Notdienst? Dann sagten die: Ja, aber nur Notdienst, wenn irgendwas Wichtiges vorliegt. Dann sage ich: Ja, der ist alles schwarzes Wasser hochgekommen in der Küche. Sagten die: Ja, das ist ein Notfall. Da Wir ist haben irgendeine Klappe kaputt irgendwas gegangen. ist da am Arsch. Die wussten also direkt Die Bescheid. wissen Bescheid, die sagen, sie hätten noch einen Kunden, dann würden sie direkt zur Mama fahren, wäre kein Problem. Habe ich die Mama wieder angerufen, der hat gesagt. Aber mal ganz ehrlich, Leute, was passiert dieser Frau noch alles? Was passiert? Ich habe schon gedacht, die spinnt. Das kann nicht sein. Aber es ist Was für ein wie schwarzes Wasser. ewig ist irgendwas. Immer wieder haben wir Und das Problem, dass die Sachen hat, wo du sagst, als normal denkender Mensch, das geht das nicht. auch mit der Steckdose, wo mein Vater dahin Steckdose. hingefahren ist Die und gebrannt. eine Steckdose hatte die mit einem Lichtschalter dran. Die macht den Lichtschalter an, knallt, dann ist die Steckdose am Arsch. Hä? Habe ich gesagt: Mama, das kann eigentlich nicht sein. Aber es war so. Was Jetzt war hatte denn ich. noch all? Ich weiß es nicht mehr. Es war einfach schon so viel, wo ich gesagt habe, das glaube ich alles gar nicht. Und im Also Nachhinein. mit der Tür, wo das Wasser rausgelaufen ist von der Badewanne, mal Wasser, das Badezimmer unter Ja, genau, Wasser. die Dusche, die Dann nicht ist richtig zusammengedreht war, die war neu. die ganze Ach, die Duschstange Stange hat ist abgefallen. nicht abgerissen, abgefallen ist die, genau. Aber Elke hat ja eine andere Theorie, was das ist. Du hast ja auch eben Ja, sag gesagt. mal. Nein, ich habe gesagt, vielleicht hat die jetzt auch irgendwie so eine Lernphase, dass dir andauernd so Sachen passieren. Das gibt es ja, dass das irgendwie, weil sie ja immer so ein bisschen unselbstständig war. Sie hat eben gesagt, dass der Papa da dir das Fleisch von oben schickt. Ich keine Dass sie Ahnung. irgendwie lernt, selbstständiger zu werden, oder? Weil sie war ja jetzt auch auf Zack, ne? Dass sie Die direkt war gut drauf. rausgelaufen ist, wollte Hilfe holen und so. Und sie, Und ja. das hat sie ja schon von alleine gemacht. Genau. Sie ist ja Mit schon rausgegangen, wollte Telefon. Und sie sagte auch gerade am Telefon: Jung, sagt sie, ich war so neben der Spur, dass ich wirklich nicht mehr wusste, dass ich in 16 war. Sagt sie, ich war so durcheinander, aber Ja, die war panisch. die hatte natürlich Angst, weil das Wasser steht ja da, ne? Und das ist ja wohl in der Küche ziemlich schwarz da. Naja, auf jeden Fall kommt gleich der Notdienst. Und dann Also war voll darf der jetzt kein Fall. Wasser mehr laufen lassen, keine Spülmaschine, ist klar. Das habe ich aber nur eben gesagt zum Frank. Nicht, wenn der Nachbar oben drüber Wasser laufen lässt. Dass Naja, der dann bis jetzt war ja alles irgendwie. in Ordnung, keine Ahnung. Der Notdienst hat gesagt, sie soll nur kein Wasser laufen lassen, keine Spülmaschine. Naja, auf jeden Fall war sie auf jeden Fall so klar, dass sie rausgegangen ist und sagt sie aber nachher: Junge, ich war so durcheinander.
Ich habe so ein Blackout, ich bin wirklich in 16 reingegangen und wusste nicht ja, mehr. Ja, aber wenn man panisch wird, dann hat man ja halt eben so, dann machst du ja manchmal Sachen, wo du, dann bist du ja total überfordert. Kann ich voll verstehen. Ich hätte auch nicht gewusst, was ich machen soll. Wenn die auf einmal das Wasser hochkommt in der Küche und alles schwarz, wüsste ich auch nicht, was ich machen soll. Naja, das wollte ich euch nur erzählen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Samstagabend. Es ist unglaublich, oder? Es ist unglaublich. Ich kann das nicht verstehen. Warum hat die Frau so viel Pech? Das ist aber immer was anderes. Und immer so Sachen, wo du denkst, das gibt es doch gar nicht, ey. Und immer, wenn du gerade weg bist. Und ich war bis um 2 Uhr da. Und mit dem Programm gestern. Gestern, ich habe dir schon eine Seniorenfernbedienung geholt. Die hat es geschafft, mit der Fernbedienung alle Sender zu löschen. Die hatte noch einen Sender, da war, glaube ich, Eurosport oder irgend sowas. Da war Fahrradrennen drin. Da war nichts mehr drauf. Die waren alle gelöscht. Die guckt ja immer nur noch RTL. Die guckt immer immer RTL. Da war nichts mehr drauf. Nichts mehr. Die konnte ich komplett neu suchen. Und wie kann man das denn damit machen? Oder hat die heimlich die andere Fernbedienung? Nee, die weiß ich gar nicht, wo die liegt. Die habe ich ja versteckt. Die andere. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat. So wusste doch auch nicht mehr. Aber das ist ja eine andere Geschichte. Ich bin fertig. Ich habe Flasche leer. Macht's gut. Tschüss.